In der neuesten Einschätzung von Jefferies bleibt die Einstufung für Puma unverändert bei Kaufen, begleitet von einem Kursziel von 65 Euro, basierend auf der Datenanalyse der dritten Quartals. Das Unternehmen für Sportbekleidung und Schuhe zeigte eine lobenswerte Leistung, die den zuvor gesetzten Erwartungen entsprach. James Grzinic, ein Analyst, teilte am Dienstag seine ersten Erkenntnis MIT und betonte, dass das Unternehmen seine Prognose bekräftigt, eine beruhigende Entwicklung inmitten einer Reihe ironischer Wochen auf dem Markt.